Hallo, mein Name ist Mona Helena und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, bin ich gerade im Garten, weil es ist richtig warm heute und ich dachte mir, warum nicht das schöne Wetter genießen und dabei ein Video drehen. Heute wird es darum gehen, wie ich meine Gastfamilie kontaktiert habe, beziehungsweise wie meine Gastfamilie mich kontaktiert hat und vielleicht auch noch ein paar Tipps, was man beachten sollte, wenn man in Kontakt mit der Gastfamilie tritt. Wenn es euch interessiert, bleibt dran und viel Spaß bei diesem Video! Als erstes wollte ich euch erzählen, wie es bei mir war und danach wollte ich euch einfach noch so ein paar Tipps und Ideen geben. Und zwar bei mir war es so, dass ich die Unterlagen von meiner Gastfamilie bekommen hatte und meine Organisation empfiehlt eben, dass man als erstes dort anruft und eben so als ersten Kontakt ein Telefonat hat. Das hatte ich auch vor und ich habe mich dann eben erkundigt, wie viel es ungefähr kostet, wenn man in die USA telefoniert, weil es ja anders ist, wie wenn man innerhalb von Deutschland telefoniert. Und dann habe ich aber an dem Abend sogar direkt noch eine E-Mail von meiner Gastmutter bekommen und habe dann direkt darauf geantwortet und wir haben uns dann eben zum Skypen verabredet. Und bei mir war das am Anfang auch so, dass ich mich so gefragt habe, oh mein Gott. Meine Gastmutter hat mir geschrieben, eine E-Mail. Ja, ich habe ihr vorhin eine E-Mail geschrieben, jetzt hat sie schon geantwortet. Was ich sagen wollte. Ja, davor war ich auch auf jeden Fall sehr, sehr nervös und wusste nicht genau, was ich sagen soll und wie das wird und wie so der Sprache und alles wird. Und dann hat es nicht funktioniert beim ersten Mal Skypen, weil irgendwas schiefgegangen ist. Und dann habe ich sie tatsächlich doch noch auf dem Festnetz angerufen und so gesagt, ah, hey, hier ist Mona, I just tried to call you on Skype und bla bla bla. Und dann haben wir eben danach geskypt. Und es war schon auf jeden Fall ein Moment, wo ich mir so dachte, okay, was erzähle ich denen jetzt und über was könnte man mit denen sprechen? Und ja, bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe mir so ein paar Fragen überlegt, die ich denen stellen konnte. Ich habe sie auf jeden Fall gefragt, wie es denen geht und was sie den Tag über gemacht haben. Ich habe ihnen auch von meinem Tagesablauf ein bisschen was erzählt, weil da waren die auch total interessiert dran. Und dann habe ich ihnen gefragt, wie es läuft dort mit der Schule, mit dem Kurse wählen, wie ich in die Schule kommen werde. Einfach so ein paar Fragen. Und dann sind wir so super gut ins Gespräch gekommen. Und es war echt ein schönes Gespräch. Und seitdem skypen wir auch eigentlich echt fast jede Woche und wir schreiben fast jeden Tag E-Mails, was echt total cool ist. Und irgendwie war es total unnötig, sich vorher da so Sorgen und Aufregung zu machen, weil es war einfach so total locker. Es war wirklich, als würde ich irgendwie eine alte Bekannte wieder anrufen. Und ja, es war auf jeden Fall sehr schön und ich kann euch einfach nur sagen, überlegt euch vorher vielleicht ein paar Fragen, die ihr stellen wollt, ein paar Sachen, die ihr erzählen wollt und dann macht es einfach und dann ist es auch echt schön so. Und macht euch einfach nicht zu viele Sorgen darüber. Ich hoffe, das Video hat euch vielleicht irgendwie ein bisschen geholfen und, keine Ahnung, euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video, in dem es dann um mein Visum gehen wird.